begrüße ich recht herzlich zur diesjährigen Pressekonferenz anlässlich des Weihnachtsmarktes, des Frühlingsfestes auf der Theresienwiese. Es ist ja nun wie alle Jahre eines der Highlights in der Saison. Es ist das erste Volksfest für uns Schausteller. Wir haben den ganzen Winter darauf hingewartet und wir hatten die letzten Wochen wunderschöne Tage, wo wir hemdsärmlich bei unseren Münchner Innenstadtwirten in den Biergärten gesessen sind und uns gefreut haben. Jetzt endlich kommt die Sonne, jetzt endlich kommt das Leben zurück. Ja, und jetzt sind wir heute da. Ich habe dann draußen für jeden noch eine kleine Schippe und einen Besen errichten lassen, dass wir zumindest die Eingangsbereiche schneefrei halten können. Der Wetterdienst sagt uns natürlich, dass es am Freitag schon besser wird. Und wir haben natürlich noch eine Geheimwaffe, die heißt ganz einfach Josef Schmidt, unser Schirmherr. Der hat jetzt seinen Urlaub extra unterbrochen und schiebt jetzt die Wolken weg. Er macht das also bis zum Wochenende so. Montag dürfte es dann wieder ein bisschen schlecht Wetter sein, dass sich die Münchnerinnen und Münchner von einem heißen Wochenende, wo der größte Flohmarkt Bayerns stattfindet, und ich möchte fast sagen, eigentlich der größte Flohmarkt, den es auf nicht konventionelle Art und Weise in Deutschland gibt. Wir haben also mal recherchiert. Es gibt nicht mehr viele, die wo so groß angelegt sind. Es werden hier ca. 50.000 Menschen auf dem Flohmarkt erwartet. Und was natürlich ein selbstgestricktes Highlight ist von den Münchner Schaustellern und das auch jetzt schon seit fast 18 Jahren oder 20 Jahren. Die Frau Veit ist ja da und wir haben also hier wieder ein enormes Erlebnis vor uns am Sonntag mit unserer Oldtimer-Rallye, mit unserer Oldtimer-Ausstellung. Es waren im letzten Jahr schon fast 2000 Fahrzeuge auf der Theresienwiese. Und ich habe mir sagen lassen, dass das in diesem Jahr noch einmal getoppt wird, denn es ist ein Highlight auch für die Inhaber von Oldtimer-Fahrzeugen, an diesem Erlebnis teilzunehmen, weil sie wirklich so ein großes Publikum haben im Augenblick wie auf dem Münchner Frühlingsfest, auf der Münchner Theresienwiese. Wir freuen uns, dass die Zusammenarbeit seit vielen, vielen Jahren klappt. Wir haben natürlich auch noch andere Highlights, wie zum Beispiel den historischen Park, wo wir also mit Trachtenkapellen, wo auf der Bühne, auf der Straße ja vor jedem Geschäft getanzt wird und Musikgruppen da sind, wo wir unsere alten Orgeln und unsere Traktoren rausholen. Im großen Stil muss ich sagen, wir haben heuer von den Fahrgeschäft-Klassikern alles da, was es überhaupt gibt, vom High Energy über die Rüge Maus hin zum Frisbee, ja, zum Topspin, wieder runter zum Magic, um das ganz familiengerecht zu machen. Wir haben den Wellenflug da, der eine reine Familienaktion ist, und natürlich den Breakdance für die ganz verwöhnten Jugendlichen. Wir haben drei Autoscooter heuer wieder auf dem Gelände. Es ist für alles gesorgt und vor allen Dingen auch die bestimmten Engpässe, wo wir am Feuerwerkstag hatten, wurden damit behoben, dass wir den gastronomischen Anteil erhöht haben. Und neben dem traditionellen Bierkarussell von der Familie Zierer, das heuer zum ersten Mal von der Familie Zähle übernommen worden ist und in hervorragender Weise präsentiert wird, also es ist ein junger Mann, der das übernommen hat, und dann kommt noch die Familie Haas dazu. Mit der Weißgold gibt es sie alle ja schon von den Wiesengangs. Und ich glaube, so haben wir jetzt in jeder Straße einen Ausschank und eine Möglichkeit, um sich auch mal ein bisschen aufzuhalten, zu verweilen, etwas zu trinken, Kleinigkeit zu essen und vielleicht dann dort oder an einem Sitzplatz zu finden. Wir werden immer gefragt, wenn das Frühlingsfest so beliebt ist, ob wir es größer machen. Und ich muss Ihnen ganz einfach sagen, das ist eines unserer Dinge, die wir mit einem glatten Nein beantworten. Der Herr Bürgermeister wird wissen, dass wir selten Nein sagen. Aber zu einer Vergrößerung des Frühlingsfestes sagen wir Nein, weil dann würde das wieder dahin gehen, wo wir vor 50 Jahren mal angefangen haben. Und ich glaube, jetzt ist es eine Top-Veranstaltung, die ausreichend ist für jeden. Man kann alles dann bloß noch in Dubletten setzen. Wir wollen keine Konkurrenz zum Oktoberfest. Wir wollen ein schönes Frühlingsfest. Und das haben wir, glaube ich, in den letzten 50 Jahren geschaffen. Und ich sage Ihnen, es wird auch das Wetter irgendwann mitspielen. Wir haben ja schon die 17 Tage. Und wenn es dann die letzten zwei Tage sind, gut, dann bin ich nicht mehr da, weil dann bin ich auf der Flucht mit meinem Biergarten. Aber alles andere wird da sein und wir werden auch ein schlechtes Wetter überleben. Aber ich hoffe, dass ihr auch mithelft dann, wenn es wirklich ein bisschen die Sonne am Freitag rauskommt und am Samstag mit eurer
positiven Berichterstattung über das schönste Frühlingsfest auf der Theresienwiese. Ja, aber das gibt es ja gar nicht, also könnt ihr gar nichts anderes schreiben. Und damit sage ich ganz einfach, herzlichen Dank für euer Kommen. Prost! Ja, ich hoffe, dass das wieder ein so schönes Frühlingsfest wird wie eigentlich all die Jahre. Das hängt ein bisschen auch vom Wetter ab. Aber es ist ein Fest für die ganze Familie mit vielen, vielen Sonderveranstaltungen noch. Und daher kann ich es jedem empfehlen, auch wenn wir gar nicht als Landeshauptstadt der Veranstalter sind, sondern die Schausteller, aber trotzdem wirklich ein Highlight des Jahreskalenders. Was sind Ihre persönlichen Highlights? Also für mich ist das persönliche Highlight einfach mit meinen Kindern, mit meiner Familie rauszugehen. Weil es einfach wirklich so ist, dass man wunderbar Fahrgeschäfte fahren kann. Man kann hervorragend essen in einem der Zelte oder bei einem der Stände. Also es ist beides da. Und dann bin ich ja auch so ein alter Oldtimer-Fan. Und was auch zum Frühlingsfest dazugehört, das ist immer der Oldtimer-Corso. Und das ist schon ein echtes Erlebnis. Das kann ich jedem Auto- und Oldtimer-Fan nur empfehlen. Jetzt haben wir auch den Riesenflohmarkt. Gehen Sie da selber auch hin? Ja, der ist natürlich ein weiteres Highlight, bekannt, ja, weit über die Stadtgrenzen hinaus. Ich selber bin jetzt kein so großer Flohmarkt-Fan, das gebe ich ganz offen zu. Aber für alle Fans, die es da gibt, bei meiner Frau zum Beispiel, ist das schon ein wirkliches Highlight, weil man da wirklich ganz, ganz viel Auswahl hat, ganz viele tolle Sachen finden kann, stöbern kann und es wirklich auf einer riesen Fläche auf der Theresienwiese. Man muss nur frühzeitig dran sein, weil es da immer recht zugeht, vor allem wenn man selber ausstellen will, muss man ganz früh dran sein. Und das ist ein weiteres prägendes Highlight des Münchner Frühlingsfestes.